Recht herzlich willkommen zu einer Serie Auf einen Blick, nennen wir sie mal. Und dies ist ein Blick in ein Netzwerkspiel rein, an dem ich teilnehme. Und da möchte ich euch gerne das Comic Pack 192 vorstellen mit einer Deutschlandkarte. Und wie ihr seht hier wunderbar, es ist schon richtig was los. Es sind 9 Mitspieler hier zugange. Jeder macht seinen eigenen Brei. Und ja, das geht halt hier so, wie ihr seht, wunderbar durch die Gegend. Das sind alles hier riesengroße Städte schon. Hier links haben wir einen schönen Mitspieler. Hier oben ist ein Gebiet von einem Mitspieler hier. Hier rechts ist ein Gebiet und hier unten ist ein Gebiet. Gehen wir noch ein Stück runter. Da unten sind noch welche. Hier ist noch ein Mitspieler am Sitzen. Hier unten sitzt noch jemand und hier in diesem Bereich sitzt auch jemand. Insgesamt 9 Mitspieler, wie gesagt. Ja, da wollen wir mal reingucken in die ganze Sache. Wir haben angefangen mit einem Kohlekraftwerk. Nein, mit 2 Kohlekraftwerken. Nein, Quatsch, mit einem Kohlekraftwerk und 2 Kohlezechen. So fing das Ganze für jeden an. Und alles, was dann entstand, musste man sich selber erarbeiten, sozusagen. Die Voraussetzungen waren halt, ach ja, die Voraussetzungen waren noch 3 Städte. Ne? Also 3 Rathäuser. Und dann musste man selber anfangen. Ja, ich zeige euch mal ein Stück von meiner Geschichte. Und das ist dann hier Rostock. Ich scroll mal ein bisschen raus. Das war einer der ersten Ecken, die ich angefangen habe. Rostock, die Stadt selber. Und hier ist die Zeche gewesen. Die Verbindung der Eisenbahn ging hier rüber, runter Richtung Stralsund, was auch geografisch hier in der, auf der Karte ungefähr passend angeordnet ist. Hier ist dann das Kohlekraftwerk gewesen. Die Stadt Stralsund fing hier irgendwo an. Hier ist das Rathaus. Und die dritte Kohlezeche, die zweite Kohlezeche stand hier unten oder steht auch noch immer hier unten. Und die ist hier zu finden. Okay, das war der Start von mir. Okay, da hat man sich natürlich weiterentwickelt. Man hat seine Städte aufgebaut. Stettin war noch eine Stadt von mir, die weiter südlich hier ist. Gehen wir mal gerade ein Stück runter. Die befindet sich hier. Weiß nicht, ein bisschen rausscrollen. Ja, geht vielleicht noch. Hier ist ein großer Bahnhof, ICE-Bahnhof und Verbindung zum Nachbarn hin geht hier rüber über die Oder. Und ja, dann Züge, die von diesem ICE-Bahnhof fahren, sind reichlich, die runterfahren in Richtung Berlin. Wie man hier sieht, ist die Linie hier runter, geht dann hier an Templin vorbei. Hier ist auch eine etwas jüngere Stadt noch, die noch nicht so ausgebaut ist. Oder noch nicht so weit ist, ausgebaut schon, aber noch nicht so weit. Hier unten ist ein großer Umschlagbahnhof. Ja, da können wir mal gerade reingucken. Der ist etwas größer, wie ihr seht. Hier sind nur Einfahrtsgleise vom Süden her sozusagen, wo die ganze Sache nach Berlin und zu einem weiteren Umschlagbahnhof läuft. Hier oben ist das Interne im Prinzip geregelt. Es ist, ich muss da gerade hier mal einmal in das Menü, im Erdgeschoss dann noch ein weiterer Bahnhof in Anführungsstrichen, der natürlich dazugehört, wo dann hier noch ein paar Gleise sind. 2, 4, 5 Gleise. Da sind aber auch noch weitere zum Ausbauen. Erstmal sind es nur 5. Das ist das. Ja. Gehen wir wieder an die Oberfläche. Das ist hier so, ne? Dann der Umschlagbahnhof, der große, in Süden rein. Hier haben wir eine Flachsfabrik. Der Flachs wird hier direkt in der Textilfabrik weiter verarbeitet und die Textilien landen im Endeffekt am Umschlagbahnhof und gehen dann nach ganz Deutschland raus. Sieht man hier auch. Bei Templin habt ihr hier schon gesehen, ist eine Erdbeerplantage. Das ist ein ganz großes Geschäft, wie man hier sieht, an den diesen Zug, der hier die grünen Kisten drauf hat. Das sind die Stückgüter mit Erdbeeren voll wahrscheinlich. Hier unten fährt gerade ein Erdbeerzug raus. Gehe ich mal von aus, dass es einer ist. Es gibt auch noch andere Waren sicherlich. Hier ist noch eine Erdbeerplantage in der Nähe von Fürstenberg-Havel. Da oben ist sie, das ist auch noch ein Riesenproduktionsort. Gut, gehen wir mal weiter hier rein. Hier oben, oh, hier haben wir eine dicke, fette Blockade, da ist irgendwas faul. Da steht irgendwo wahrscheinlich einer im Dingens falsch. Ah, da will wahrscheinlich einer rum und rein. Der Bahnhof, der muss noch umgebaut werden. Der ist nämlich im Prinzip nur einseitig aufgebaut. Das läuft hier noch nicht so ganz rund, weil da wahrscheinlich viel zu viel Verkehr ist in dem Sinne. Gut, okay. Kümmern wir uns jetzt gerade nicht drum. Ich wollte euch ja nur erstmal was zeigen. Oh, da kommen noch mehr von Norden. Das ist eine richtig große Panne. Hier haben wir Güstrow, auch eine schicke Stadt, auch relativ spät entstanden.
Hier bei Güstrow haben wir dann eine weitere Erdbeerplantage, die hier oben liegt. Da unten eine Autofabrik, die leider nur für Personenverkehr erschlossen ist. Stahl fehlt da noch. Beziehungsweise Autoteile sind es. Die Kette mit dem Stahl ist da noch am Fehlen. Gut, mitten auf der Karte haben wir dann noch Neubrandenburg. Sind wir da eben vorbeigefahren? Ich glaube nicht. Neubrandenburg ist nach den drei Städten, die am Anfang da waren, die nächste gewesen. Ich zoome mal wieder ein ganz kleines Stück raus, dann sieht, die ist schon relativ groß. Da ist noch viel Arbeit drinne, die noch weiter zu erschließen mit Personenverkehr und so weiter. Das fehlt noch alles. Ja, zum Letzten ist hier das Museum gekommen und hier der Dom. Da sind natürlich Attraktionen vom Verkehr her hier pendeln. Von Schwerin nach Neubrandenburg hier ICEs und der geht auch weiter Richtung Stettin. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter gucken, ein bisschen ostwärts gehen wir mal zuerst, würde ich mal sagen, rüber. Schauen wir uns hier, gehen wir gerade hier vom Nachbarn, kommen hier Stahlzüge an in den Nordostbahnhof, Umschlagbahnhof, der dann wieder Richtung Rostock weitergeht, der Stahl, um da in einer Spielzeugfabrik weiterverarbeitet zu werden. Ja, hier sind wir jetzt im Osten. Da haben wir hier oben Kojalin, hier oben Erdbeerfelder, da unten Erdbeerfelder. Hier sieht man Kojalin schön erschlossen. Großer Bahnhof, viergleisig geht's da rein. Dann haben wir hier einen Güterbahnhof auch, der da ist. Anlieferung, Ablieferung etc. Ja, hier haben wir einen, na, komm schon, Ölraffinerie. Da kann man richtig schön sehen, ne, wo das Land ist. Da ist die Karte zu Ende. Hier runter haben wir dann noch weitere Städte. Ja, scrollen ist etwas langsam. Hier ist noch ganz viel Land, was noch gar nicht erschlossen ist, wo noch richtig Industrien her können. Dann hier haben wir Tschetschinek, eine schicke Stadt hier, da ist auch schon ein Museum bzw. eine Galerie oder was ist es, Kunstmuseum, ne, oder wie war das, Kunstmuseum, genau. Ja, weiter geht's hier runter, da haben wir eine Autofabrik, die ist wohl schon erschlossen, glaube, weil da ist schon ein Güterbahnhof, ne. Aber da sind keine Waren drauf. Wahrscheinlich fehlen da dann auch die Autoteile. Ne? Da geht es vielleicht auch nicht voran. Das ist sehr schade. Aber es ist halt so, es ist eine Riesenkarte. Das ist gar nicht zu glauben, wie groß das ist. Man scrollt hier hin und her und man hat gerade mal die nordöstliche Ecke der Karte gesehen. Chamko oder so ähnlich heißt dieser Ort, der da schon gewachsen ist. Richtig, hier haben wir auch Neu-Poschnan. Poschnan ist das. Ja, auch eine polnische Stadt hier. Schön, die Namen sind dann auch so ein bisschen an die Region angelehnt. Ob sie jetzt geografisch richtig sitzen, ich weiß es nicht. Habe ich mir jetzt nicht den Gedanken drum gemacht. Lesno. Hier können wir mal reingehen. Haben wir einen schönen Bahnhof drinne. Güterbahnhof. Ne, da sind Passagiere. Und da geht's mit Limonade zu den Kaufhäusern und sowas. Limonadenfabrik, Kaufhäuser, die da noch weitere Waren kriegen. Da kommt gerade ein schicker Taurus rein. Spielzeugfabrik fährt er hin, der hat Stahl geladen, da wird Spielzeug produziert in der Fabrik. Lange Züge kommen da reingefahren. Ja. Gut, hier sind schon richtig große Hochhäuser drin, auch bei. Da fehlt es noch hier Hochbahn. Angelegt, da rast ein Personenzug lang. Hier haben wir wieder eine Erdbeerplantage. Hier noch eine etwas jüngere Stadt wohl. Die Häuser sind noch nicht so ausgebildet. Wollof. Da geht natürlich auch der Fluss durch. Könnte sein, dass es die Oder ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ne, es wird wohl nicht die Oder sein. Ich glaube, dafür ist es zu weit östlich. Oder? Wo sind wir? Da unten sind wir, oh, weiß ich nicht, welcher Fluss das ist. Vielleicht ist es, ne, die Oder. Vielleicht ist es sogar, ja. Gut. Okay, da sieht man richtig schön, dass da richtig was los ist. Da fährt auf der Hochbahn eine Stadtbahn. Na, komm mal. Die ist auch wunderbar besetzt hier. Wunderbar. Viele Passagiere zu vielen Haltestellen.
Überall warten sie. Ja. Gut. Da kommt schon die nächste. Reger Verkehr hier. Okay. Gehen wir wieder ein bisschen hoch. Hier haben wir Rousseau. Auch eine schicke Stadt. Ja. Das ist schon wieder ein neuer Mitspieler, glaube. Diese Stadt hat sich sehr, oder sind es, ne, Görlitz, das sind wahrscheinlich zwei Städte, die da schon zusammengewachsen sind, gehe ich mal von aus. Ja, denke ich mal, dass es zwei Städte sind, die schon zusammengewachsen sind. Rousseau und das war Görlitz, genau. Die sind, haben sich hier sogar schon verbunden. Sehr schön, hier mitten durch den Ort die Hochbahn durch. Ja, gehen wir mal hier lang. Ja, da haben wir ein Kohlekraftwerk. Hier eine Textilfabrik, die auch angeschlossen sind beide. Dann haben wir hier eine leckere Plantage mit den leckeren roten Früchten, die Erdbeeren drauf. Hier haben wir schon eine alte Stadt, Dresden. Man sieht, die ist etwas eingefärbt, aber schon sehr alt durch die großen Hochhäuser, würde ich mal sagen. Ja, diese doppelgleisige Bahn macht es natürlich so, dass die Stadt in die Höhe wächst, aber nicht mehr in die Breite. Das ist dann eher versagt geblieben wahrscheinlich. Gut, schauen wir weiter. Das müsste ja dann hier die Elbe sein. Hier sind auch ein paar blockierte Züge, aber ganz nett zu sehen hier auch. Wieder die Stadtentwicklung ist noch jüngeren Datums wahrscheinlich, noch nicht so groß. Ja, hier drin haben wir, was haben wir denn hier? Das ist eine Spielzeugfabrik auch, genau. Da wird das Spielzeug produziert, was in ganz Deutschland dann unterm Weihnachtsbaum gelandet ist. Ist ja noch nicht so lange her. Hier zweigleisige Spur mit Transport. Wo geht sie hin? Schauen wir mal hier unten noch vorbei. Na, das geht bis am Kartenrand oder wie sieht das aus? Ah, hier haben wir noch einen Milchumschlagsbahnhof. Hier ist eine Molkerei wahrscheinlich, ne? Nein, das ist eine Rinderfarm, keine Molkerei. Flachsfarm ist da auch noch bei. Oh, das ist aber gut gelaufen mit zwei Zügen, zwei Dingens gleich in der Nähe. Hier unten haben wir noch eine weitere Stadt, wie heißt sie? Oh Gott, was für ein Name, Wallbrüttich. Wahrscheinlich so ähnlich. Auch noch nicht, glaube, so alt. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie noch jüngeren Datums ist. Okay, hier unten Wernigerode, Kohlezeche, Betriebshof, eine Kohlezeche, da wurde dann. Wir sind wieder beim neuen Mitspieler, wie man anhand der Farbe sieht. Warendorf liegt aber jetzt nicht so weit im Osten, das ist doch Mitteldeutschland eher. In Richtung Westen mehr. Aber auch ein Riesenbahnhof hier drinne. Können wir mal anklicken. Da sieht man, 290.000 Passagiere wollen da noch befördert werden. Mal hier gerade klicken, dann sehen wir, die meisten wollen nach Prag. Da fehlt wohl noch ein bisschen was an Zügen, dass die dahin können. Aber das ist schon relativ häufig hier im Spiel, wenn man so eine große Karte hat, dass man das gar nicht alles überblicken kann, dass man mal kurz mal so eine Million Leute da stehen hat, die man dann doch noch befördern muss. Das passiert schon mal. Irgendwann wächst es dann doch so schnell, dass man das gar nicht mitkriegt. Ja, hier ein riesen Bahnhof. Kann man hier sehen. Ne? Da sind Paletten gefragt. Lauter Beeren, Flachs ist da auch, Saft und Spielzeug wird da angeliefert. Sind 40.000 Paletten, die da noch rumstehen. Und ja, schön diese Gleisharfe hier zu sehen. Prima. Okay, schauen wir mal weiter. Hier haben wir eine Textilfabrik, eine weitere. Bocholt liegt auch nicht hier im Osten, sondern eher ganz an der westlichen Grenze von Deutschland. Ja, hier ist noch nichts zu sehen. Gehen wir mal gerade über die Übersichtskarte. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Da kommen wir zu einer neuen Stadt. So, da ist es. Auch noch jüngeren Datums. Der gleiche Mitspieler wie gerade eben. Ziemlich weit, große Landmasse, ziemlich weit auseinandergezogen. Ah, aber hier muss wohl irgendwo eine Grenze sein, ne? Ach nee, das ist nur ein Hinweisschild. Auch ein großer Güterbahnhof hier, Prag Bahnhof da, hier getrennt Passagiere und hier Güter. Stahl, Stückgut, Bären sind da wieder gefragt und Kühlwaren, Fleisch, Milchprodukte. Ja,
Wenn wir jetzt hier reingucken, ne, 200.000 Paletten Kühlwaren, die sind wahrscheinlich alle tiefgefroren, damit das nichts dran passiert. Sonst haben wir da alles ganz schäbig. Aber so eine gefrorene Erdbeere soll ja auch richtig lecker sein, ne? So, hier neuer Mitspieler, in Blau gehalten hier. Ein riesen Güterbahnhof sieht man hier. Keine Ahnung, das müssen wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Gleise. Und ich muss jetzt nicht, glaube jetzt nicht, dass da das nur eine kleine Einfahrt, oder? Wir haben doch jetzt hier nicht etwa noch, oh, da ist ein ganzes System unter der Erde dann auch noch zu sehen. Aber nur Anbindungsrouten sind nicht jetzt hier. Der Bahnhof ist jetzt nicht noch komplett unterirdisch auch noch. Okay. Gehen wir wieder hoch. Weiter rüber. Relativ große Stadt, oder denke ich mal, Graz ist hier und da ist Wien. Ah, da wachsen schon Städte auch wieder zusammen. Wahrscheinlich ist hier oben noch eine, oder ist das auch noch Graz? Nein, das ist Wien. Aber das ist aber schon richtig große Fläche, muss man sagen. Das ist schon sehr interessant. Hier haben wir wieder Passagierbahnhöfe, die gleichzeitig mit dem Bus auch angefahren werden. Ja, 710.000 Passagiere wollen da noch weiter, nach Wien Hauptbahnhof. Ja, gehen wir mal rein, zoomen wir mal. Hier ist richtig schick, sieht man da. Ne? Das ist hier der Personenbahnhof und hier auf der Rückseite sind dann Bushaltestellen angelegt. Das ist doch, na, sind nicht angelegt, oder? Ne, aber sehr schön, sehr schön. Gut, gehen wir wieder ein bisschen raus, gehen wir mal auf der Karte gucken, damit wir ein bisschen mehr sehen, wo wir hin können. Jetzt sind wir hier unten. Das ist ja Wahnsinn, hier die Ecke. Sind wir schon ganz unten mit der Karte? Nein, da geht's aber schon. Gehen wir mal in die Richtung schauen. Die Karte, die Stadt, die ist ja immer noch Graz hier. Das ist ja ein Riesenort. Hier begrenzt durch die doppelspurige Eisenbahn. Aber hier unten ist Spielfeld. Das ist wiederum ein anderer Ort. Ich dachte, das wäre einer gewesen, aber das ist schon zusammengewachsen. Na, hier unten ist es natürlich etwas schwieriger. Man sieht das hier an dieser schicken, ich hätte jetzt keiner gesagt, Tauernbrücke. Ne? Das ist ja krass, wenn man dann überlegt, wo man, was man da unten für Kosten hat. In den Bergen, die teuren Brücken, die man machen muss. Das ist dann schon extrem. Erdbeerplantage ja auch. Ja, da fährt so ein schicker blauer Zug da lang. Hier, da haben wir eine Autoteilefabrik. Jetzt interessiert es mich mal gerade. Guck mal, die Autoteile werden doch tatsächlich produziert. Oben im Norddeutschland, da findet sich Auto. Sag schon, Autofabriken, die gerne die Teile hätten und die kommen da nicht hin. Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir da uns hier an den Kollegen wenden, dass das mal nach oben befördert wird. Ja, Wien, da waren wir schon. Gehen wir einmal über die Karte weiter. Dann haben wir hier noch eine riesige Stadt. Welche ist das denn? Bad Linz? Nein, Linz ist es. Linz. Zweiseitig, die Seeseite ist schon komplett mit Bushaltestellen versehen, naja, komplett nicht. Hier fehlt's noch, aber auf der Nordseite, da ist es dann doch bei St. Magdalena etwas zurück hier in diesem Bereich. Aber es ist ja ein Wahnsinn, wenn man das alles anschließen will. Es dauert ewig, die Bushaltestellen zu setzen, die Linien aufzusetzen. Das ist klar, das braucht seine Zeit. Das ist nicht mal gerade eben in 5 Minuten gemacht. Da haben wir einen schicken Bahnhof, der sich kreuzt, oben und unten. In München hier. Na, da Riesenhochhäuser München eingekesselt. Hier unten auch eine Blockade. Da fehlen noch ein paar Signale auf der Strecke. Dann haben wir hier Innsbruck. Da auch schön angeschlossen. Hier noch mehr Feldkirch. Ein Riesenort, größer wie Innsbruck. Und hier sind wir schon wieder bei einem neuen Mitspieler im Südwesten. Kohlekraftwerk Feldkirchen, das gehört wohl zum anderen Spieler schon. Farblich ist das ja zu erkennen. Hier haben wir Bischofszell. Da ist eine Raffinerie. Da ist Öl.
angeliefert und Benzinplaste und Chemikalien gehen davon raus und es ist reichlich vorhanden. Das ist doch schon mal schön. Tja. Das nenne ich mal sinnloses Bussystem, steht da. Das ist ja eine nette Sache. Ja, hier haben wir einen schönen Bahnhof. Nur Personenbahnhöfe, günstig, klein und fein. Sandbahnsteige sind das, oder? Okay. Hier ein großer Güterumschlagbahnhof. Meine Güte, eben hatten wir, glaube ich, 13 Gleise, oder? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sind 20, meine Güte. Ja, mehrere Anschlussstellen und hier noch Anschlüsse, die noch gar nicht gelegt sind, wo man noch gar nicht weiß, wo man hin will. Hier gibt es tatsächlich auch einen Anleger, aber da ist wohl gerade nichts los. Na. Oh, eine Riesenbrücke über das Wasser hier. Was haben wir denn hier für einen See? Ist das der Bodensee? Jo, über den Bodensee eine Brücke. Ich glaube, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht, oder? Und höchstens nur mehr am Rand, nicht mittendrin. Jo. Naja, okay, wenn man dann hier so zwei Städte hat, die da sich seitlich Romanshorn oder heißt Romanshorn, ne? Ich glaube ja. Naja, im Bodensee sind, glaube ich, noch keine Bohrinseln. Aber naja, das ist halt Simotrans, das passiert dann halt hier auch, ne? Da geht's weiter, wo geht's hin? Wo haben wir da noch ein Städtchen? Ja, da ist noch ein kleines Städtchen, aber wirklich klein. Rheinfelden, okay, Rheinfelden ist wahrscheinlich auch nicht größer. Und dann haben wir hier Basel, hier einen schicken Umschlagbahnhof. Da warten 220.000 Leute. Hier ist noch ein weiterer Bahnhof, der wird aber besser bedient. Okay, hier haben wir bustechnisch noch weniger Haltestellen. Da ist noch viel dran zu tun. Aber wie gesagt, jeder hat da seine eigenen Zeiten, die er spielen kann oder nicht. Der eine, der sitzt den ganzen Tag vorm PC und macht Let's Plays. Und der andere, der ist halt am Arbeiten oder sowas und hat da sein Brot zu verdienen. Straßburg hier. Noch relativ klein. Hier schön am Rhein lang gehen die Eisenbahn für den Stier. Aha. Da geht's dann nordwärts zu einem weiteren Spieler, der hier schon mit Gelb angekündigt ist. Der Stier. Ja, das ist, weiß ich nicht, Belgien, Holland hier wohl wahrscheinlich. Gehen wir mal gerade auf die Karte gucken. Ich weiß nicht, ob die Orte da vielleicht so heißen, obwohl das könnte hier noch von der Karte ja Frankreich sein, ne? Das sind wahrscheinlich doch keine realen Namen. Ne, das sieht mir noch nach Frankreich aus. Obwohl, das ist noch Frage, ob das hier Frankreich ist. Hier ist die Mosel, ne? Ja, das könnte schon schwierig sein. Das könnte vielleicht sogar noch das Saarland sein. Also ich gehe von aus, dass der Name nicht unbedingt dahin gehört. Aber ich habe jetzt nicht so die Vorstellung. Gut, Hapfnapfort hört sich so ein bisschen holländisch-belgisch an. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang, gucken weiter. Da eine urslange Verbindung. Unterwegs nichts groß. Das Gebiet ist hier noch relativ schlecht erschlossen. Da kommt noch nur eine Strecke rüber, eingleisig. Wo geht die denn hin? Mal gucken. Hier geht's wieder über wahrscheinlich die Mosel. Ist natürlich auch ein tiefes Tal, ne? Man muss mal überlegen, hier sind reichlich Höhenstufen zu überwinden, ne? Das sind natürlich schon krasse Sachen. Hier am Rhein ist das. Ich denke, hier ist das deutsche Eck. Das müsste hier genau an der Mosel sein. Das ist bestimmt hier das Denkmal am deutschen Eck da, der Kaiser Wilhelm oder wer steht da? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, das war jetzt falsch. Da wollte ich nicht hin, sondern da wollte ich hin. Ja, das ist das deutsche Eck. Da ist Koblenz. Aber Koblenz ist gerade nicht vorhanden hier. Da ist keine Stadt gewachsen, die Koblenz heißt. Hier eine Güterstrecke und eine ICE-Strecke direkt nebeneinander. Oh, das ist ja interessant. Wo geht er denn jetzt hier mit dem Tunnel lang? Das würde ich ja mal gerne wissen. Da müssen wir mal gerade gucken. Das ist ja pfiffig wahrscheinlich, ne? Hier geht sie weg. Und da müssen wir noch tiefer. Oh, da geht das hier so rein und da wieder raus. Interessant. Interessant. Alles unter der Erde. Naja, am Rhein, da gibt es glaube ich auch einige Tunnel. Dann gehen wir wieder auf normale Ebene. Maribor.
Hier treffen sich wieder ein paar Gleise. Gerade durch geht's hier. Und wo sind wir hier? Hier sind wir in New Brilde. Kenne ich nicht. So, richtig schöne Stadt. Auch außen noch nicht erschlossen. Im Kerzen, ja. Da gibt's Stromleitungen. Aber sonst, ups, falsche Taste. Hier über die Brücke geht's. Was haben wir hier noch für ein Gebiet? Ja, da gibt es noch eine größere Stadt und da gibt es auch einen großen Umschlagbahnhof wieder. Was haben wir hier? 50.000 Passagiere warten da. Das ist ja noch richtig gut angebunden. Läuft ja prima. Hier drinnen sind auch noch ein paar Bahnhöfe. Die sind aber alle gut versorgt. Ja, gehen wir mal weiter hoch. Was haben wir hier für ein Städtchen? Stalinograd. Na, etwas russisch angehauchte Stadt. Aber naja, wo die nicht überall sind. Auch richtig schick. Jo, da sind die Passagiere auch nicht gerade so vollzählig anwesend. Hier große Brücken über den Rhein. Da haben wir das Kohlekraftwerk. Ja, und hier sind wir bei. Wie heißt der Ort? Achso, das sind zwei verschiedene, oder? Canterlot und Street of Magic. Okay, das sind alles Eigennamen. Hier Canterlot ist wahrscheinlich der Name. Und das ist ja interessant hier. Royal Airport of Tyrrhenian. Und ja, jede Canterlot ist der Hauptname, glaube, aber jede Bushaltestelle hat man hier doch einen Extranamen gegeben. Ja, irgendwann sind die Bushaltestellen dann aber so viele, da hat man dann irgendwo nicht mehr das Maß dafür. Und dann fängt man mit einer Systematik an, wie man hier sieht, ne? 28H und so, ne? Man hat dann. Ja, was ist hier noch? Hier haben wir Fifth Street, okay. Sehr interessant. Man hat einen Oststern. Und hier außen wieder Gütertransportstrecken. Las Haigas, Haigas, keine Ahnung. Angelehnt wahrscheinlich an Las Vegas. Hier oben ein großer öffentlicher Bahnhof. Auch riesengroß. Port Hover, Wald. Und hier haben wir, ja, gehört es zu dem hier? Das ist der Seaport. Und das hier ist der Port Hover International Seaport. Der hieß jetzt aber anders, ne, oder? Ne, ist der gleiche, ist verbunden, alles klar. Gut. Sehr schön hier zu sehen, ne? Ja. Wunderbar. Und dann sind wir hier oben schon an der Nordsee. Da ist es natürlich dann auch Inseln erschließen. Hier sieht man, ist wieder eine kleine Johannisbeerplantage noch nicht angeschlossen, wahrscheinlich gerade erst entstanden. Das passiert ja, aber es ist ja auch schwierig, wie man hier sieht. Da muss man dann dem Meer den Boden klauen, damit man dann eine Autoteilefabrik anschließen kann. Von Insel zu Insel diagonal geht nicht, eine Brücke zu bauen. Deswegen ist es hier oben doch relativ rau und schwer, darüber zu kommen. Ja, die Flachsfarm wird hier über dieses Gebiet hier angeschlossen. Ein großer Weg über die vielen, vielen Inseln. Hier die Ölbohrinseln, ja, da ist dann auch wieder eine kleine Johannisbeerplantage. Und hier ist dann noch eine schicke Ölraffinerie und da ist gleichzeitig auch wieder angebunden ein Bahnhof mit Milchprodukten, Fleisch und Kühlwaren, die da durch die Gegend transportiert werden müssen. Hier sieht man dann im Eiselmeer, ich glaube, das hier ist das Eiselmeer, sind dann auch Ölbohrungen, die das dann auch alles bringen. Ja, wandern wir mal weiter. Gehen wir mal über die Karte. Jetzt kommen wir hier mal rüber. Da waren wir überall einigermaßen. Jetzt gehen wir hier noch in den mittleren Norden, in den hohen Norden Deutschland. Gucken wir mal, was haben wir hier? Oldenburg haben wir hier. Relativ klein noch, eine Kohlezeche da. Und dann hier die Verbindung hoch. Weiß ich nicht, Wilhelmshaven liegt in die Richtung eigentlich. Oder ist es Bremerhaven eher hier? Nee, das ist die Weser, dann, aber Bremerhaven ist nicht vorhanden.
Hamburg ist dann wahrscheinlich hier der nächste große Punkt. Hier geht die Elbe rein. Brunsbüttel, da oben ist ja eher ein AKW anstatt ein KKW. Oder gibt es das gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Damals vor X Jahren war das ja noch riesig in den Nachrichten immer drin. Gut, hier sieht man natürlich die Hamburger City, Hafen City. Hier schön erschlossen. Brücken über die Elbe. Hier Hochhäuser en masse. Ja, Hamburg Ring, Hamburg Nordstern, wie es alles heißt. Hier große Bahnhöfe in der Mitte. 3000 Leute warten da. Hier oben ist es dann etwas gemütlicher. Neumünster oder wie der Ort auch heißt, ist dann schon etwas kleiner noch. Okay, hier oben flächig schon riesengroß. Hier ist das Zentrum wahrscheinlich gewesen. Das ist auch erschlossen, wie man sieht. Und was haben wir hier? Hier haben wir Kiel. In eins schon über, zusammengewachsen. Ne? Nord-Ostsee-Kanal geht hier los. Na, da können die Schiffe dann alle durchfahren und dann, weiß nicht, Flensburg ist bestimmt auch noch da. Oh, was ist hier? Hier ist Rendsburg. Ja, Rendsburg, das ist ja über den Nord-Ostsee-Kanal die einst längste Brücke, Eisenbahnbrücke, die es da gibt. Lichte Höhe, 42 Meter ist das, glaube ich, die da unten runter hergeht. Das ist hier die Rendsburger Hochbrücke, das soll sie hier wohl sein. Sehr interessant, aber die Schiffe hier bei Simotrans sind zum Glück klein gehalten, sonst würden sie so viele Sachen einnehmen hier, dass man das gar nicht sieht. Okay, hier oben haben wir noch Flensburg dann, da sind dann alle unsere Punkte versammelt. Ja, auch schön, ne? Was haben wir noch? Flensburg. Flensburger Förde ist da, da geht's in die Schlei rein. Ja, was ist hier? Lübeck. Lübeck haben wir hier noch. Auch schon eine relativ große Stadt. Hier war wohl das Zentrum zuerst erschlossen. Jo, da wird auch verschifft dann. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Schalsee. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Städtchen. Wir waren noch nicht in Berlin. Ludwigslust ist hier. Da rechts gehen noch Gleise lang. Da ist noch eine Erdbeerplantage. Hier fahren noch Züge lang. Aha, hier haben wir die Verbindung nach Schwerin. Da waren wir vorhin schon, wo die Gleise blockiert sind. Hier sind noch ganz viele Tunnelanlagen. Hier haben wir noch einen großen Bahnhof. Anlieferung hier rechts von mir. Fürstenberg-Havel-Limonadenfabrik ist hier. Ah ja, meinen Namen geklaut sozusagen. Anlieferung oben, Abholung unten. Dann wollen wir mal gerade gucken, ob wir die Abholung uns auch mal angucken können. Na, hier sind wir noch aus den Berggefilden. Ja, wie man sieht, ne, gibt es auch da einen Eingang, relativ einen langen Zugang. Und hier sind auch wartende Züge drin im Erdgeschoss. Ne? Ja, hier sind Züge en masse unterwegs. Das ist, glaube ich, Kühlung hier, ne, oder? Warte, müssen wir zweimal klicken. Ja, das sind Kühlbahnen. Und was steht hier? Wartet hier alles auf dem Bahnhof. 30.000 Stück Gut warten dort. Bären nach Berlin Süd. Und Spielzeug auch. Saft zu den ganz vielen Saftläden in Berlin. Ja, gehen wir wieder raus. Gut, haben wir hier gesehen. Berlin muss hier irgendwo sein. Sollen wir mal Berlin suchen? Was haben wir hier? Ist es Berlin? Wedding? Nein, Wedding ist nicht Berlin, ist irgendwo aber da auch in der Nähe. Prenzlauer Berg gehört auch zu Berlin. Hier ist natürlich alles geballt. Lichtenberg. Na, wo haben wir denn Berlin? Lichtenberg? Weiß gar nicht. Hier links, Friedrichshafen. Friedrichshain gehört auch dazu. Da ist Berlin, Berlin-Oberstadt. Hier ist das Berliner Zentrum wahrscheinlich. Da ist Berlin. Hier noch weitere Gleisanlagen. Können wir hier noch rübergehen. Da unten ist dann der Güterbahnhof Berlin Süd. Auch ein Riesending. Ne? Ja, und wie man sieht, ein Gleis nach dem anderen. Meine Anlieferung ist übrigens hier oben. Da Riesenbrücken gehen darüber. Hier liefern andere an.
Extra Gleise für jeden. 1902, 1 Milliarde gewinnen, da hat sich jemand ein Denkmal gesetzt. Respekt. Gott, hier sind ganz viele Gleise, die darüber gehen. Haben wir hier unten nochmal eine Verladebahnhof. Hier irgendwo war doch noch ein Bahnhof, wollen wir doch auch nochmal gerade angucken. Hier ist er, aber der ist etwas kleiner, der Güter 03. Fahre ich auch an über entweder dieses Gleis oder dieses Gleis. Ich glaube, dieses Gleis ist meins. Hier, guck mal, sind zwei Kaufhäuser bei Slubice ist das. Ja, Slubice ist das. Ach, drei Kaufhäuser, also die Kaufkraft der Polen ist enorm. Ja, hier gibt es noch eine Verbindung, die noch nicht zu Ende ist. Da geht es noch weiter. Hier haben wir noch ein Kohlekraftwerk, nein, eine Ölraffinerie, die noch nicht erschlossen ist. Da ist richtig noch was zu machen. Hier geht's zu mir. Hier haben wir dann Berlin. Hier haben wir nochmal einen Bahnhof, wo ich anliefer mit Personen. 38.000 warten da. Mal schauen. Stettin Rathaus 7.885. Da könnte noch ein ICE mehr fahren. Ja, aber ich denke mal, fluppt ganz gut. Jo, hier den Bahnhof hatten wir uns schon angeguckt. Hier oben war noch einer. Haben wir den schon gesehen? Doch, den haben wir auch schon gesehen, den Güterbahnhof, oder? Oder nicht? Nee, den doch hatten wir, oder? Ja, ich glaube, den hatten wir auch schon gesehen. Gut. Ja, okay, das ist der Einblick auf diese große Karte, auf dieses Netzwerkspiel. Ich denke, eine wunderschöne Geschichte, wenn man da so rüber guckt, mal einfach das gesehen zu haben. Es macht einfach nur Spaß, da zu spielen, zu schauen, wenn man wieder reinkommt, wenn man dann eine Zeit nicht da war, weil man dann auf der Arbeit war oder geschlafen hat. Wenn man dann wiederkommt und dann irgendwelche orangen Schilder sieht, dann freut man sich immer, okay, irgendwo ist wieder was blockiert. Schnell entknoten, weil das Geld sonst nicht fließt. So ist das. So, das war auf einen Blick. Und ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei weiteren Blicken dann wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.